Neben mir stehen Martina und Jörg. Ich grüße euch. Moin im wunderschönen Bad Zwischenahn. Ja, moin moin, auch von mir. Und ihr habt hier wochenlang an einem Layout rumgedoktert. Kleines Wortspiel. Ja. Als große Asien-Fans, ja, konnten wir natürlich an Ninjago nicht vorbei. Gamadon alleine passte uns allerdings nicht. Naja, und Martina meinte natürlich, ein Reisfeld, ein Wasserfall und viele Berge gehören dazu. Viele Stunden Arbeit. Der Mann war meistens im Bett, die Frau baute weiter. Es war nachts nach 12. Das heißt, also wir fangen mal hier vorne an. Ihr habt ein paar 1x2 Glasfliesen bestellt. Ein paar, wenn man mal drauf guckt, es sind mehr als ein paar. Es sind, glaube ich, 2000 oder waren es 7000? Nein, es sind 7000. Ja, es sind 7000 Lego Wassersteine. Lego muss wieder in Produktion gehen. Und begonnen hat das Ganze eigentlich mit Lego und Ninjago City, wie man schön sehen kann. Gefolgt von den Docks, diese zwei wunderbaren Sets, die von Lego letztes Jahr veröffentlicht worden sind. Und in dem schönen Chaos eine Ordnung wieder spiegeln. Und da kam die Idee mit den Wassersteinen, dass es einfach nicht reichte. Naja, Wasser alleine reicht auch nicht. Es muss ein Strand sein. Was gehört zu China? Natürlich ein Drache. Geklaut aus dem schönen, exklusiven Asien-Set, wie man vielleicht sehen kann. Und der Wasserfall, naja, es sollte etwas Bewegung reinkommen. Nur an den Bergen ist der Mann gescheitert und da kam die Frau dann ins Spiel. Also dann hat entsprechend der gute Hausdame weitergebaut und die Kinder haben ein bisschen mitgeholfen? Die Kinder waren immer dabei. Die haben Steine gereicht, Steine sortiert, gesammelt und dann immer mitgeholfen. Und wir waren eigentlich ein Viererprojekt, war das komplett. Das ist immer schön zu hören. Verratet uns doch noch der Wasserfall. Das ist ein toller Mechanismus. Ich vermute mal, die Power Functions kommen zum Einsatz. Ja, es ist die Batteriebox eigentlich mit drin, mit den 6 AAA-Batterien und dann eigentlich der kleine Motor. Ich habe keine Übersetzung reingebaut, es wirkt ein bisschen schnell, ja, aber ich denke, die Batteriepower lässt nach, dann passt es auch. Naja, es sind ein paar Ketten verbaut und ich finde es schön. Ich mag das sehr gerne, vor allem, was ich sehr, sehr schätze, man sieht oft sehr gedrungene Layouts und ihr gebt dem Ganzen Raum zum Atmen, was ich unglaublich toll finde und man sieht hier, wie ihr schön mit Farben herumspielt. Wer sagt denn bei euch in der Familie, wir hätten gerne pink oder rosa? Ich finde, das harmoniert wirklich toll, nicht missverstehen, aber gibt jemand die Farben vor? Letztendlich wissen wir aus Asien, es ist wirklich sehr, sehr bunt da, so dass wir das gerne nachspiegeln wollten. Letztendlich, mein Mann sitzt am Computer. Ich sage, ich brauche die und die Steine und er bestellt. Dankeschön, Jörg. Teamwork. So soll es sein. Jetzt sehen wir hier ein Layout, das sehr schön das Strandszenario zeichnet. Man hat dieses kleine Gebirge nebenan, man hat die Häuser. Aber was natürlich fehlt, auch in Asien, gibt es angrenzende Städte, die er ja schon andeutet. Also könnte das Ganze noch weiter wachsen? Es ist sicherlich noch ausbaufähig, ja. Da hoffen wir auch ein bisschen auf Lego. Aber wie man an dem hinteren Teil sieht, sind wir auch durchaus selber kreativ. Ein Reisfeld. Das zum einen und man sieht auch tatsächlich schon die ersten Gebäude dort, die ihr quasi ergänzt habt. Eure Inspiration nehmt ihr also von Reisen? Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, also neben Asien ist es einfach, wir waren wirklich in China, es ist Japan nächstes Jahr geplant, im Sommer Indien, wir lassen uns inspirieren. Also man geht auf Reisen, bringt man denn noch Legosteine mit? Ja, das China-Set ist aus China, wie gesagt. Und aus Dubai sind auch etliche Sachen mitgekommen, aber das ist jetzt nicht hier mit drin verbaut. Also ich finde das richtig schick, in Ninjago City Docks und dann wirklich wunderbar angrenzend das Layout. Dann verratet uns noch am Ende jeweils von Jörg und Martina das Lieblingsdetail dieses Layouts. Mein Favorit ist der Wasserfall. Und Martina? Die Gebirge. Gebirge, richtig schön. Wir sehen hier, wie das Wasser fließt und wir alle in einer richtig schönen, ruhigen Stimmung dieses Interview beenden können. Ich danke dir, Jörg, ja, fürs Kommen und danke dir, Martina. Schön. Andres, vielen Dank. Ja. Bricks am Meer, 3-0. Und wir winken nochmal. Und kannst du auf Chinesisch sowas wie Tschüss sagen? Naja, guten Tag kriegen wir hin. Das heißt immerhin Ni Hao und danke. Xie Xie. Ni Hao, Tschüss. Tschüss.